Ja, hallo, hier ist Gnadi 97 und hier seht ihr schon eine Tüte vom Toy Kingdom. Jo, und jetzt will ich euch mal zeigen, was ich heute eingekauft habe. Ja, ich bin kurz reingegangen, weil meine Eltern hatten in der Einkaufsmall, brauchten sie halt noch Möbel und so. Dann bin ich kurz in Toy Kingdom gegangen, hatte leider zu wenig Geld mit, konnte nicht alles kaufen, was sie neu hatten. Aber die wichtigsten Sachen konnte ich mitnehmen. Als erstes Mal hab ich geguckt und sah eine Basic-Serie mit der weißen Verpackung. Und da habe ich gleich mal erstmal den John Morrison aus der Basic 13 mitgenommen. Ja, also habe ich mich hammer gefreut, als ich die gesehen habe. Da habe ich dann gleich geguckt, ob sie noch, weil ich wollte am liebsten eigentlich Ezekiel Jackson und Vicky Guerrero haben. Dann habe ich geguckt, habe keine gesehen von beiden. Aber dann, ich hatte sie wohl übersehen, habe ich noch die Vicky Guerrero Basic 13 habe ich auch noch mitgenommen. Weil ja, habe ich mich irgendwie, weil die wollte ich schon so lange haben, die Vicky Guerrero. Hier ist ja auch First Time in the Line, der Sticker fehlt leider, aber es ist mir auch egal. Ich werde die wahrscheinlich eh aufmachen. Und ja, dann habe ich noch gesehen, weil die Elite 12 hatten sie zwar schon im Stock, aber kein Kane. Und heute gucke ich, haben sie noch ein neues Shipment Elite 12 reinbekommen, weil das alte komplett ausverkauft war. Und sehe da, der Elite 12 Kane. Ich wollte erst gar nicht die Elites durchgucken. Da habe ich erst gemerkt, dass sie richtig viele neue hatten. Wieder. Und ja, den Kane. Jetzt ist die Elite 12 endlich komplett. Jo, und ich habe auch noch da mit einem Verkäufer gesprochen. Der hat gesagt, dass sie jetzt jede Woche zumindest, oder also jede Woche bis jede zwei Wochen neue WWE-Figuren reinbekommen, weil sie jetzt hatten sie Umbauten und deswegen haben sie nicht so neue bekommen. Und ja, jetzt hat er gesagt, dass sie halt mit den Elites, weiß das nicht, aber von den Basics wollen sie es jetzt so machen, dass sie die 14er, 15er und 16er halt rausbringen. Also ja, dann ist es mit den Basics auch so wie in Deutschland. Bloß, dass wir hier noch neuere Elites haben, aber vielleicht kommen die in Deutschland ja auch bei euch jetzt raus. Aber auf jeden Fall, ja, das sind die Figuren. Also sie hatten auch noch da den R-Truth, den Undertaker und den Ray, aber ich habe mich am Ende für die beiden entschieden, weil ja, ich Vicky und Jomo halt am besten fand von denen. Aber wenn ich beim nächsten Mal nochmal hinkomme, werde ich mir die auch noch holen. Vielleicht haben sie dann ja schon die Basic 14 oder 15, da werde ich mir dann auch noch ein paar holen. Ja, und vielleicht mit Glück auch die Elite 13 oder 14. Hier, ja, habe ich jetzt komplett. Hatten sie auch alle da heute. Ja, also mit den Elites finde ich es wirklich hammer. Und wie ihr seht, wir haben auch die amerikanischen Verpackungen. Also mit Geschichte drauf. In Deutschland sind die Geschichten nie mit drauf. Aber hier, ja, könnt ihr sehen. Toy Kingdom. Ja, World Wrestling. 1500 Euro. Nee, Spaß, das sind 1500 Peso. Das sind ungefähr 25 Euro. Auf jeden Fall war es das mit diesem Video, mit diesem Toy Kingdom Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall mal den Toy Kingdom auch filmen für euch. Okay, und ich sage Tschüss, bis dann.